Hallo und herzlich willkommen zum Brizzy Talk zusammen mit Lukas und Moritz, eure Gastgeber. Moin Moin. Moin Moin. Ja. wir sind jetzt wieder back. Back at it again. Ja, back to the roots. Wir sind geswitcht. Wir sind nicht mehr an einem Standort, sondern wieder jeder zu Hause gemütlich am Schreibtisch. Also naja, mehr oder weniger gemütlich. Digga, Notebook, mein Schreibtischstuhl ist, weiß nicht, langfristig gesehen aufs Zocken, Digga, ich kotze hier so ab, ne? Willst du mal erzählen, wie wir gerade wieder in der Minecraft-Sucht sind? Das kannst du auch gerne übernehmen. Ja, kann ich auch gerne machen. Also, wir haben so gefühlt jedes Jahr an Weihnachten, einfach so gefühlt unsere, oder halt so November-Dingens, so zur Crafting-Zeit, das haben wir auch schon letztes Jahr erzählt, so unsere Minecraft-Suchtzeit. Wo wir dann direkt reingehen in die Minecraft. Mhm. Und da dann irgendwie für so einen Monat oder so Ultra Minecraft durchgrinden, einfach so Vanilla, easy. Ja, und dann ist wieder raus. Ja, ich weiß dann nicht, ist wieder raus. Aber das Ding ist, wir haben jetzt auch ein bisschen abgesteppt. Mein das Bruder Game, hat da irgendwas Krasses an Land gezogen. Wir haben hier einen mega geilen Server, der läuft flüssiger als alles andere, was ich hier in meinem Leben gesehen habe. Das ist ganz, ganz krass. Vor allem sind noch diesmal actually viele Leute drauf, weißt du? Es sind viele aktive Leute da, sonst haben wir immer zu siebt oder so gespielt. Jetzt sind durchgehend mindestens 8 Leute gefühlt online. Mhm. Und sonst war es halt immer nur so 2, 3. Also das finde ich schon echt geil, wie das jetzt gemacht wurde. Und ja, wie Moritz schon gesagt hat, wir sind jedes Jahr aufs Neue wieder in der Sucht drin. Das ist komplett gestört eigentlich, wenn man sich so denkt, jo, man spielt das Spiel ein ganzes Jahr nicht. Dann auf einmal kommt so eine Phase und man hat übel Bock auf dieses Game, weil dann jeder mitspielt und so weiter. Und ja, es ist ultra nice einfach, was, ich weiß nicht, feiere ich jedes Jahr aufs Neue. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Vor allem, ja, das, also wie gesagt, das ist so, es ist dann auch immer nur so ganz kurz die Phase einfach. Und dann ist es schon wieder ein anderes Ding. Ja, aber ich finde sie sehr echt gut, weil, gut, ich hatte kein richtiges Game, was ich ultra gegrindet habe, bis auf, oh, da gehen GG in den Chat raus. Es gab kein richtiges Game, was wir ultra gezockt haben. Keins. Bis auf fucking Satisfactory. Da waren wir ultra im Grind. Das ja. War komplett crazy. Also das Spiel... Also dieses Jahr, muss man wirklich sagen, ich habe so gefeiert. Und, ich habe so wenig gezockt dieses Jahr. Das ist insane. Ja, wir haben dieses Jahr gefühlt weniger gezockt. Also es war komplett... Wir haben gar nichts gespielt. Bis auf diese 1, 2, 3 Wochen Satisfactory komplett durchgegrindet. Weil ich ja eben auch hier wegen Zahn-OP oder so eine Woche zu Hause war. Ja. Da, Digga, wir haben 16 Stunden a day gespielt. Kein Spaß. Das war komplett gestört. 16 Stunden a day keeps the doctor away, sag ich mal. Ja, und das halt für eine Woche straight. Und jetzt sind wir halt in der Minecraft-Sucht. Klar, nicht so krass. Also ich absolut bin nicht so hooked wie jetzt bei Satisfactory oder so. Aber es macht auch mal wieder Spaß, ein bisschen was zu zocken. Weil wir hatten halt jetzt bei dir war. Die ganze Zeit gar nichts. Die hat mir die ganze Zeit gar nichts, bis halt auf im April oder so, wann das war, Satisfactory. Und sonst, Bruder, was willst du denn spielen? Es ist nichts da. Ich meine, gut, jetzt ist irgendwie Battlefield oder so rausgekommen. Das kann sich mal anschauen, aber jetzt haben wir erstmal das hier. Ansonsten ist halt wirklich sehr schwierig. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hatte zum Beispiel vor, ich glaube, einem Monat oder so, habe ich actually auch mal wieder viel Bad Wars und so gespielt. Also ich habe gar nicht viel gezockt. Aber halt so ein paar Runden, ich habe mal für so 2 Wochen oder so, habe ich eigentlich halt so daily relativ, I don't know. Ey, Felix hat ein iPhone. Echt? PogChamp? Das kam jetzt ein bisschen random, sag ich dir so. Ja, ich hab gerade, er hat mir ein Bild geschickt auf Snapchat. Er hat einfach ein iPhone jetzt. Ihr müsst euch vorstellen, er hatte so Krüppel-Handys und davon hatte er nicht eins, nein, er hatte irgendwie 10 solche Scheiß-Handys. So über einen Samsung Galaxy S3 bis S4, dann irgendwie so ein Motorola, Junge, das hatte noch so Tasten gefühlt unten. Dann über so ein Sony-Ding und die kamen straight up alle aus 2005 oder so, Junge. Das ist komplett crazy. Jetzt zu einem iPhone 11 oder so, was ich da gesehen habe auf dem Bild. Ich weiß es leider nicht, was das für eins war. Aber es könnte iPhone, also es sah auf jeden Fall entweder iPhone 10
oder 11. Also es war nämlich so rund an der Seite. Also iPhone 13 und 12 glaube ich nicht. Ja, hat er die. Wie ist denn die Rückseite? Weil die Rückseite mit den Kameras, die ist ja immer slightly anders gewesen. Oder hat man die Ja, nicht also es war, gesehen? glaube ich, ein iPhone 11 Pro, oder? Glaube Ja, ich. ganz ehrlich, wenn Oder hatte der es. Typ Ich weiß es nicht, das ob es. erste Mal in seinem Leben ein besseres Handy als ich hatte, jetzt fühle ich mich jetzt schon ein bisschen. Ich Also, weiß ich nicht. fühle mich schon Also es slightly muss halt. schlecht. Es muss halt. Also es hatte auf jeden Fall zwei. Mindestens zwei Kameras. Und es war so abgerundet an der Seite. Also es muss halt ein 12er oder. Nee, ein 11er oder ein 10er gewesen sein. Glaube ich. Letzte Woche noch wie der größte Lutscher bei uns im Podcast gesessen. Erste Folge dabei, direkt so viel Fame geearnt, dass er sich ein iPhone holen kann. So, Geil. ja, true. Geil. Einfach Insta-rich. Das ist auch, das passiert jedem. Egal Ja, wie, das, jeder wir muss hier, pushen die Leute einfach. ja, jeder muss einmal hier kurz dabei gewesen sein. Auch nur ein, zwei Worte und direkt Multimillions auf dem Konto. Ja. Der stapelt schon die Racks zu Hause. Ich sehe ihn schon mit so Ja. einem Safe. Ey, Der hat sich weißt direkt mal eingepackt mit ein paar Apple-Aktien, Digga, halbes Unternehmen kurz aufgekauft. so. Ja, pack ein den All. Nee, weißt du was? Ich war heute Mittag so. Ich bin schon noch, immer noch so voll gefressen. Ich war heute Mittag schön bei Omi beim Essen. Digga, ich bin so voll gefressen. Ich sage es dir. Digga, es gab richtig schön Klöße, Sauerbraten. Oh, Digga. Das ist sehr, Ich sehr pack's geil. einfach nicht mehr. War Ja, heute ein das. spezieller Anlass oder einfach so? Nee, es war tatsächlich einfach so, weil, Digga, und ich sag dir auch so, wie es ist, ich hab's extrem vermisst, weil früher meine Uroma hat ja immer extrem geil Essen gekocht und die war, hat ja auch immer bei uns so im Haus gelebt und dann war's immer so, so Sonntag, Digga, jedes Mal sind wir einfach so mittags runtergesteppt, hab mir den Bauch so vollgeschlagen und bin hochgegangen und dann auf entspannt habe ich irgendwie mit meiner Schwester oder so einen Film angeguckt. So, und das war so jeden Sonntag einfach. Digga, Geil, wir waren dann geil, jedes geil. Mal wie so. So richtig vollgefressen in der Ecke gesessen. Und der, das war heute, da habe ich mich wieder so gefühlt. Okay, ich Geil. habe jetzt nicht mit meiner Schwester einen Film angeguckt oder so, aber so an Warte, sich war hast du kurz das dein Lied Handy hier. parat? Ja. Hier, Felix, guck mal seine Insta-Story. Das ist safe ein iPhone 11, oder? Muss doch. Ich weiß es nicht. Oder ist es iPhone 12? Das ist Warte, ein ich. iPhone 11. Ja, oh, ich Oder bin ein der Profi. iPhone 11, also 11R oder irgendwie sowas. Nicht, nee, 11R? keine Ahnung. Nein, Digga, das what the gibt's fuck? nicht. Frag nicht. Nee, es ist ein 11er. Geil. Also auf jeden Fall besseres als ich habe. Ach Und so, und bei. das macht dich schon sauer, muss ich Bei sagen. meinem iPhone ist diese Vorderseite abgebildet mit so einem blauen Dings drauf. Also bei mir ist die Vorderseite vom iPhone abgebildet, nicht die Rückseite auf der Verpackung. Ja, okay. Nee, wie fühlst du dich jetzt? Er hat ein besseres iPhone als du. Aber, no joke, wir haben. Jungs, ihr müsst euch jetzt einfach mal zusammenreißen. Wir haben ihm gesagt, die ganze Zeit, hol dir ein iPhone, Bruder. Wenn du. Weil erst Moritz, klar, der hat seit iPhone 6 hat er nur iPhone, nur iPhone. Dann Waffel und ich. Immer Samsung-Linie gefahren, Huawei auch Wir mal. bräuchten eigentlich ein Apple Placement, Junge. Wir haben Felix so verleitet. Ja, Und ganz ja. ehrlich, wir dürfen jetzt hier auch hier noch Werbung machen. Ey, so gut. Digga. Ey, wirklich Wenn so da kein geil. Geld, Weil wenn da nicht mal die Überweisung reinkommt, ich wurde weißt auch verleitet, ja, weil ich war da so da. Ja, also man macht sich ja immer Gedanken vor einem neuen Handykauf und so weiter. Lohnt sich das? Soll ich mir ein iPhone holen? Du zahlst die Hälfte gefühlt, ist teurer, weil es einfach von iPhone ist, weil es von Apple ist und so weiter. Am Ende des Tages, ich habe einfach gesagt, komm, scheiß drauf, bevor ich mir jetzt nochmal irgendwie ein Samsung oder so hole. Weil Moritz hat auch ein bisschen argumentativ da Apple ein bisschen gepusht. Hat so gemeint, ja, guck mal hier, nach einem Samsung gefühlt nach 3 Wochen, wenn du dann von links nach rechts swipest, laggt alles bis zum geht nicht mehr. Und beim iPhone nach 6 Jahren ist es noch turbo clean und so weiter. Ja, so bei solchen Gründen und so habe ich mir dann das iPhone geholt. Und Digga, ich wollte ehrlich gesagt nicht da so sein, dass Waffel ein viel, viel krasseres Handy hat als ich. Also Da es ist tut die mir leid, Competitiveness. das konnte Spielt ich da einen nicht auf mir wichtigen sitzen. Punkt. Und ich sag dir so, wie es ist, er hat zwar einen iPhone 12 Pro und ich nur ein iPhone 12, aber ich finde meins trotzdem geiler,
weil ich dafür einfach weniger Geld ausgegeben habe. Und er hat seins schon 8-mal runtergeworfen, deshalb ist er einfach ein fucking Loser. Hat sich auch nie eine Hülle gekauft, Nordrock. Mm. So lost, imagine, du kaufst den iPhone, aber keine Hülle. True, fucking true, Mike. Und warte, weil wir halt jetzt alle iPhones haben seit über 2-3 Monaten, hat jeder von uns im Keller ein iPhone, haben wir gesagt, komm, Felix, Digga, du holst dir jetzt auch eins, dann sind wir die iPhone-Gang einfach im Keller. Wisst ihr, was Moritz danach gesagt hat? Er hat gemeint, sein Handy ist fast kaputt. Er holt sich jetzt wahrscheinlich irgendeinen Samsung. Also da muss ich noch an dich appellieren. Bruder, also jetzt mal, ne? Es tut mir leid, aber das kannst du jetzt nicht bringen. Nee, das Ding ist, ich weiß nicht. Ich hab mal mit meinem Vater so ein bisschen getalkt. Und mein Vater hat halt gemeint, yo, ich könnte mir so einen besseren Vertrag oder sowas kaufen. Ich glaube, mein aktueller Vertrag kostet, glaube ich, ein Zehnerli im Monat. Oder 10 bis 15, irgendwie sowas. Bruder, und weiß ich nicht. Also ich zahle, das zahlt eben mein Vater, also von daher juckt es mir nicht. Und mein Vater hat gemeint, wenn ich was Krasseres wollen würde, dann müsste ich selber zahlen, was ich keinen Bock habe. Und außerdem brauche ich nicht mehr Datenvolumen, weil actually ich komme damit relativ gut durch den Monat. Und deswegen, keine Ahnung, schaue ich mir halt, dass ich irgendein Scheiß-Handy mir irgendwie kaufe und dann, keine Ahnung, dass halt wenigstens wieder das Display funktioniert und so. Und das ist dann irgendwie das beibehalten, was ich aktuell habe. Ja, aber muss ich mal schauen, wo es mich hinbringt. Ja, warte einfach auf einen neuen Release und wieder dann das ganz neue. So ein Ding ist das. Ja, aber wie gesagt, ich muss halt relativ cheap wegkommen, weil, keine Ahnung, ich arbeite halt noch nicht. Ja. Und ich sag mal so, die Podcast-Einnahmen scheinen jetzt auch nicht so gut rein. Die scheppern absolut nicht rein. Wir müssen irgendwie so ein Patreon oder so aufmachen, dass die Leute uns Geld spenden können, ja. Wir können hier nichts mehr bezahlen, scheiße. Ja, legit, ich bin in der Zwickmühle, weil ich kann jetzt halt so entweder abschreiben, weil, so, ich sag mal so, wir haben ja, glaube ich, schon drüber geredet, wir wollen so im Sommer in Urlaub fahren. Exakt. Und obviously, je mehr ich mir jetzt hole, desto weniger kann ich mir den Urlaub dann im Sommer leisten. Und das heißt, wenn ich jetzt, oder ich habe ja jetzt schon, spare jetzt schon seit ein paar Monaten, wenn ich jetzt so, sag ich mal, bis Sommer relativ spare, also ich meine relativ, dann muss ich wenigstens nicht so den kompletten Urlaub von meinen Eltern mir leihen, das Geld, sondern komme ich relativ knapp damit hin. Weißt du, und das wäre sehr vorteilhaft, deswegen versuche ich aktuell einfach kein Geld auszugeben, also gar nichts. Ja, ich denke mir so auch, jedes Mal so, wenn ich mir so in der Schule oder sowas zum Mittagessen kaufen will, ich bin dann so, nö, muss sparen und so, ich bin gerade richtig auf Sparflamme, ich sag's dir. Ja, ist aber wichtig, no joke, der Urlaub wäre anders wild, aber wir müssen jetzt dann auch irgendwie mal demnächst gucken, dass wir da mal was jetzt rausfiltern, weil wir haben ja eigentlich haben wir ja schon ein bisschen geguckt. Waffel sollte was raussuchen, das war seine kleine Hausaufgabe. Der Mann hat aber seine Hausaufgaben nicht gemacht. Also hat er Verweis bekommen. Strafarbeit. Ja, no joke, der kann einmal die Tafel wischen nach dem Unterricht. Ich weiß nicht, wir haben zwar ein bisschen was angeschaut schon und so weiter, haben da auch echt geile Sachen gefunden, aber wir müssen da irgendwie auch dann buchen. Also ich weiß jetzt nicht ganz, wie das mit dem Frühbucherrabatt ist, weil es wurde ja gesagt, hier Ende November und so weiter, sollen wir das Ganze machen, weil da ist Frühbucherrabatt, schiebt da ganz anders. Aber ich weiß halt nicht, ob das nur so für Hotels und so weiter gilt. Ja, actually keine Ahnung. Aber das Ding ist, wie gesagt, man muss halt aktuell ein bisschen schauen, weil so letztes Jahr oder so hat man es ja gesehen. Sobald dann wieder was offen war oder so, Digga, alle sind in Urlaub gefahren. Und dann war es halt so, weil so mein Vater sich letztes Jahr so auch überlegt hat, oh ja, eigentlich könnte man ja mal nach Italien oder sowas. Oder war das letztes Jahr? Brainlag? Nee, ja, stimmt. Und dann war eben so, dass da alles voll war. So, keine Ahnung, weil das gerade die Zeit war, Sommerurlaub, und es war wieder alles geöffnet. Ja, aber so, wir sind ja eh auf der Wave, dass wir uns eine eigene Butze ziehen. Ja, aber die und waren da ja dann. Auch, weißt du, wie ich meine? Die waren ja dann auch komplett weg. Also, theoretisch. Das hat ja damit nichts zu tun.
Und wegen der Corona-Lage muss man halt da ein bisschen schauen. Und auch generell früh buchen, immer wichtig und richtig, schön vorplanen. Weil ich sag dir so, wie es ist, wenn man so manchmal sieht, Digga, wenn man so ein. Wie heißen diese Flüge? Ich wollte gerade sagen, die Rhino Shield Flüge. Die Wie Rhino heißt diese Shield. Flüge? Wie heißt Ryanair. die? Ryanair. Rhino Shield ist dasselbe. Die Rhino Shield Flüge. Digga, wenn du da so für 7 € oder so auf spontan mal in Urlaub fliegst, wäre auch irgendwie wild. Digga, Da sehe ich uns imagine. tatsächlich sehr, sehr dolle. Also, no Ja, dann. joke. Wie gesagt, ich sehe uns schon irgendwann. Ach so, wir können uns alle noch irgendwie Urlaub nehmen oder so, haben alle jetzt Zeit. Ja, komm, lass jetzt mal billiger Flug schauen. Yalla, Abfahrt. Tschüss, ab nach Scheiße, Hause. ja, da sehe ich uns fucking auch. Also, ja, holy shit, Mit ja. Paket Fuck. gepackt und los. Ja, das ist safe voll. Koffer Also, gepackt wahrscheinlich, no Paket. joke, dann auch mal einfach für 3 Tage nach Portugal, da sehe ich mich. Bist du jetzt auf Portugal gekommen? Ich weiß nicht. Oder Barcelona oder so eine Scheiße. Einfach mal rüber. Der. Da Ja, fliegst du doch auch gar nicht so lange hin. 2 Stunden, 3 Stunden. ja, I Das ist wie, guess, als würdest oder? du mit der Bahn mal kurz nach, weiß nicht, Köln oder so fahren. What the Ach fuck? so, ey. Ja, I guess true von der Länge her, aber ja. Er hat Länge gesagt. Hey. Ja, ich weiß nicht, es kostet dir. Es nur so diese Billigflüge. Es sind ja also wirklich so billig, dass es dich einfach nicht Ja, juckt. So, vor allem. Nordrück, wenn du es gehört hast bei diesem Dave-Video, was er mal gemacht hat, Digga, Ja. einfach so ein Billigflug für aggressive 8 Euro nach Malle, Digga. 8 Euro nach Malle, crazy. Ja, vor allem, ich verstehe es nicht. Das Ding ist, du musst dir überlegen, wenn du mit der Bahn oder sowas fahren würdest, es wäre einfach irgendwie fünffach so teuer oder so. Digga, du Ja. kannst ja, hast ja da so Flüge für irgendwie so 10 € oder so. Digga, und so ein Bahnticket kostet 50 für diese, und du fährst aber so dreifach so lang. Digga, das ist aber crazy. Ja, also es ist. Das läuft falsch einfach. Es läuft Naja. anders. Also, das ist echt krass, Junge. Holy shit. Das ist echt heftig. Aber also, ich meine, gut, es war wahrscheinlich auch dann extrem, extrem der Corona-Lage geschuldet. Weil, ich meine, die mussten ja trotzdem irgendwie fliegen, wurde mir gesagt. Und dann lieber mehrere Passagiere mitnehmen für billigere Flüge als dann. Ja, weniger Passagiere für einen normalen Flugpreis. Und ja, weiß nicht, dann ist Ja, das schon viel obvious, entspannter. wenn du dein Flugzeug noch voll machen willst, so keine Ahnung, dann musst du halt schauen, dass du da Leute reinkriegst. Ja, und ich weiß Aber, nicht, Waffel hat ja mal den Call gebracht, dass wenn wir dahin fliegen, ich weiß gar nicht, wo wir genau hin wollten, irgendwie Griechenland oder so, ne? Hat er ja. gemeint, ja, man kann irgendwie in der letzten Sekunde oder so, bevor der Flieger losgeht, gefühlt, kannst du nochmal an den Schalter gehen und fragen, ob noch bei der Business Class oder sowas frei ist. Und dann, wenn es nur ein Fuffi mehr kostet, fliegt der Business Class. Also ich weiß nicht, ich hab den Call nicht verstanden, weil, what the fuck, Digga? Ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Es macht für mich Digga, absolut man keinen Sinn, zieht Waffel einfach dann durch. Fuffi mehr zu Yo. payen. Ja, also ich meine, an Ja. sich ist es cool. Ich glaube, da kriegst du irgendwie was zu essen und so weiter. Aber weiß ich Ja, nicht. jetzt Ich guck mal. denke, das lohnt sich eher bei so Wir. langen Flügen und nicht Ja, irgendwie, du deswegen fliegst mal ja. kurz nach Griechenland, Digga. Okay, ich sag mal so. Ich würde schon so bei so einem 6-Stunden-Flug oder sowas fühlen. Aber Digga, alles unter 6 Stunden ist dann einfach Schwachsinn. Da setzt du dich doch eh nur in die Scheiße rein und dann steigst du danach wieder aus. Dann hörst du ein bisschen Musik und steigst wieder aus. So, Ja. keine Ahnung. Ey, Safe. aber ich weiß nicht, ob ich einfach dumm bin oder so. Aber ich bin jetzt schon, sag ich mal, relativ oft, glaube ich, in meinem Leben geflogen. Also, was heißt relativ oft? Ich glaube, ich bin dreimal oder so geflogen, halt mit Hin- und Rückflug. Und der, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann mich an alle Flüge nur so kaum erinnern. Der, ich weiß, in meinem letzten Flug, ich weiß nicht, ich bin, hab so Kopfhörer rein, bin eingepennt und bin wieder aufgewacht, als wir gelandet sind. Und das war's dann auch einfach. Und mehr kann ich mich nicht daran erinnern. Und beim Rückflug bin ich komplett raus. So, ich weiß auch eigentlich nicht mehr, wie das war, ins Flugzeug einzusteigen. Ich bin einfach irgendwie, ich weiß nicht, das ist also, Flüge sind bei mir, als würde ich so, als hätte ich so einen einzigen Brainlag, weißt du? Als würde ich würd zum Flughafen gehen, Brainlag, und dann bin ich in einem anderen Land. Geil. So ist es in meinem Gehirn einfach. Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe relativ. Eigentlich auf dem einen Hinflug habe ich gute Erinnerungen so. Weil da war alles chillig und so weiter. Aber der Rückflug war halt einfach grausam. Digga, war so ein kleines Kind, das hat die ganze Zeit rumgenörgelt.
Und da habe ich einfach nur abgekotzt. Also, weiß nicht. Das hat mir gar nicht gefallen. Und weiß nicht, die Flüge waren jetzt ehrlich gesagt nicht so lang, dass man da, dass es sich gelohnt hätte zu pennen. Deshalb war ich dann einfach wach und habe ein bisschen die Wolken angeschaut, wie wir da drüber wegfliegen. Digga, ist so geil. Na, sorg. Ja, safe. Das Ding, oh stimmt, ich, oh, doch, an einen Flugdingens kann ich mich noch erinnern. Ich war, Digga, da war so ein, ich habe mir so ein, ich glaube am Flughafen oder so, haben wir am Wartecenter irgendwie so, der war ich obviously noch extrem jung so. Und da habe ich irgendwie so ein Girl in meinem Alter getroffen und mit der haben wir die ganze Tschüss. Zeit gespielt. Und dann waren wir zufällig im selben Flug, haben so die ganze Zeit im Flug, wir waren so voreinander gesessen, die haben alle so abgefuckt. Wir haben den ganzen Flug aber so laut, haben alle getriggert, was ich actually sehr lustig fand, weil, Digga, du, so, alle haben uns so dumm angeguckt, wir haben aber so einen Fick gegeben, haben die ganze Ja, Zeit Digga, auch deine Eltern waren so safe so Dingens sauer. Die gemacht. wurden auch so Ja, die ganze Zeit safe. irgendwie so, vernehmen Sie mal Ihren scheiß Sohn da weg. Weg, der fuckt übel ab, Junge. Was reisen Ja, Sie ich hab mit da Ihren so. kleinen Scheißern hier rum, Junge? Das Ding ist, ich glaube, ich bestimmt, mein Vater hat geschlafen oder so. Und meine Mutter war, glaube ich, hatte einen Sitzplatz in einer anderen Reihe. Das heißt, beide hat es null gejuckt. Und ich war dann da mit neben meiner Schwester gesessen und habe einfach alle anderen abgefangen. Und die habe ich dann auch Sheesh. actually am Flughafen, also obvious, als wir dann am Flughafen ausgestiegen sind, Hast du haben wir uns Nummer so geklärt? getrennt. Digga, da war ich irgendwie 5 oder so, wahrscheinlich. Yo, Also nicht nach Digga. der Festnetz gefragt. Krieg deine Festnetznummer? Nee, auf jeden Fall. Kann ich die Nummer von deinem Aber. Haustelefon haben? Nee, auf jeden Fall hab ich uns halt so nach dem Flug getrennt und dann irgendwie nochmal random auf dem Rückflug irgendwie so am Flughafen getroffen. Digga, das war ultra random. Aber es war echt fresh. Naja. Geil. Also, falls du zuhörst, ruf mich an. Call Ich me, liebe dich. baby. Ich vermisse dich seitdem. Seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Scheiße, du Nee. hattest einfach einen Crush im Flugzeug. Fresh Story, aber fresh. Ja, es ist actually, weil, keine Ahnung, so, ich habe ja schon öfter erzählt, so, also, keine Ahnung, im Urlaub selber war ich immer übel unlucky, weil da irgendwie nie andere Kinder waren, mit denen man irgendwas machen konnte. Und da war ich irgendwie so ultra sad. Aber, Digga, das ist der Urlaubscrush. Ja. Ja, fuck, der Urlaub, das wird der Folgentitel, das muss ich mir kurz aufschreiben. Der Urlaubscrush. Aber was ich noch erzählen wollte, das habe ich ganz am Anfang kurz angeschnitten, hier mit meinem Stuhl. Ich weiß nicht, gibt es ultra geile Stühle, wo du den ganzen Tag drauf sitzen möchtest? Und Ja, dann hier so bestimmt, aber chillen? die kosten dann so 2K. Ja, und das sind so Massagestühle auch. Ja. Aber ich weiß nicht, so Schreibtischstühle gibt es dann nicht so, oder? Ey, Weiß nicht, aber ich habe wie noch gesagt, keinen geilen wenn gefunden. du einen geilen, Alles klar. günstigen, ja, scheiß drauf, preisgünstigen Schreibtischstuhl findest, der sagt mir Bescheid. Ich bin so drin, mein Schreibtischstuhl ist so ranzig, es ist insane. Digga, das Ding ist, so bei den Stellen, wo ich halt so in der Mitte des Stuhles, sieht man auch so, das ist so ein Leder, Fake-Lederstuhl. Und der bröckelt auch noch so richtig so dieses Leder ab, einfach schon. Und keine Ahnung, generell, wenn ich mich so draufsetze, es knarzt einfach alles. Und dann gehe ich auch so ein Stückchen runter, wenn ich mich draufsetze, weil dieser Mechanismus kaputt ist, der den Stuhl hoch und runter fahren lässt. Und dann sinke ich immer so. Das ist ultra scuffed. Aber Oh auf jeden Fall, ich brauche. Und der ist no. so unbequem. Es ist insane. Digga, dieser Stuhl ist einfach nur Kacke. Wenn ich da ein bisschen länger drauf sitze oder wenn wir so auf Mädchen-WG oder sowas reacten, Ja. Digga, ich bekomme einfach Rückenschmerzen. Deswegen kann ich auch nicht mehr als irgendwie so 3 Folgen angucken, Digga, weil dann bin ich raus. Ja, also Gott sei Dank ist es bei mir nicht der Fall. Ich kann hier schon sitzen, aber ich muss halt gefühlt wirklich alle 2 Minuten meine Sitzposition ändern, damit ich das packe. Weil ich sonst einfach, weiß nicht, sonst. Ich kann auch nicht, okay, ich kann auch nicht ruhig sitzen bleiben. Also das ist auch ein big part of it. Ja, Es geht same, same, nicht. same. Ich bin da irgendwie weird. Also ich beneide jeden, der ruhig sitzen kann. Also ganz ehrlich, du bist da noch tausendmal besser als ich. Also Aber no warte, guck cap. mal, es gibt auch Leute, die, no joke, das könnte ich auch nicht. So Leute, die ganzen Tag irgendwie, ja, weiß nicht, in einem Zara oder so. Die haben ja keine, die haben, glaube ich, keine Stühle hinter der Kasse. Das heißt, du stehst da den ganzen Tag rum, packst irgendwelche Klamotten in Tüten rein
Und weiß ich, bist einfach sauer. Du stehst den ganzen Tag rum. Also wie krass muss das denn sein? Das Nee, ist ich glaube, Folter in meinen Augen. also ich sage dir so, wie es ist, wahrscheinlich so die ersten paar Monate nur rumstehen an dieser Scheißkasse, wird mich das Stehen wirklich sehr doll abfacken. Aber danach hast du dich ultra daran gewöhnt, weil ich sage dir so, wie es ist, Ja, wenn du klar, aber ich meine, wenn du da stehst jetzt und so, mal. ist an sich jetzt ja nicht schlimm, weißt du, ich Aber meine. jetzt mal no front. Aber du wirst du dann nicht bei einem Tare, wirst du auch nicht länger als einen Monat arbeiten, wenn du nicht in einer höheren Position bist. Da werden doch safe so Leute arbeiten, die jetzt sagen: Komm, ich bin jetzt gerade irgendwie arbeitslos oder auf Jobsuche nach einem gescheiten Job und geht's What hier the mal ein fuck, da Jahr gibt zu es doch Zara, oder? bestimmt Leute. Ja, La aber das ist arbeiten ja Leute auf trotzdem. Serious in einem Zara? Ja, obvious, hä? Was? Also, obvious jetzt nicht so viele, aber, Digga, das gibt's obvious. Also, weißt du, was ich meine? Ich meine, und selbst wenn du nur ein Jahr da arbeitest, so, dann ist es trotzdem ja noch so eine Zeit, wo du dich dran gewöhnst, also obvious dran gewöhnst. Ja, ich glaube, die ersten 2, 3 Wochen wird richtig hart und danach geht es. Ja, vom Rumstehen her. Aber so an sich, ja, jetzt hast du mich komplett rausgebracht, scheiß drauf. So an sich geht das Stehen halt echt schliefet, würde ich sagen. Ja, kannst du bitte übernehmen, nicht Brainlag. Scheiße. Du Ich habe auch auch. einen. Ja, ich weiß nicht Ah, was. nein. Hilfe, 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 warte, ich habe. Ja, Oh, nein, nein, so wollte so warte. eine gute Sache sagen und du hast mich nur Ja. abgelenkt. Warte. Oh. Ich habe. Okay, ich kann dir eine Sache kurz erzählen. Ich habe, bevor wir hier mit dem Podcast gestartet sind, habe ich mir einen Film reingefahren. Ach nö. Und zwar The Social Network. Der ist Ja. geil. Worum geht's? Hast du ihn nicht Also gesehen? fassen. Glaube nicht. Nee, habe ich nicht Da gesehen. geht es so um, Ein soziales Netzwerk. weil ich mir so dachte, yo, ich habe da irgendwie Bock drauf, mir sowas reinzuziehen. Mein nächster Film wird The Big Short oder so, den ziehe ich mir rein. Der wird cool, glaube ich. Auf jeden Fall, The Social Network ist so, ja, da geht es so um Mark Zuckerberg, so wie er Facebook aufgebaut hat und so. Kannst du mir empfehlen? Dann, ach so, ja, hast du ja gerade gesagt, perfekt, dann Ja, zieh. den kann ich wirklich empfehlen. Der ist eigentlich ganz gut. Er hat mich auch ein bisschen sauer gemacht. Weil die waren, weißt du, du musst dir überlegen, die waren so übel krass. Da waren so, ja, er war da halt, hatte so ein, zwei Geschäftspartner und so. Und dann kam irgendjemand um die Ecke und hat so, ja, Streit in die Runde reingebracht. Und was dann alles passiert ist und so weiter, das hat mich richtig sauer gemacht. Aber was ich noch sagen kann, Mark Zuckerberg, einfach der größte Hustler, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Komplett crazy. Er hat so bei dem Film, er hatte 1 Million Nutzer dann irgendwann auf Facebook. Und Digga war trotzdem, alle anderen sind feiern gegangen, er trotzdem im Büro geblieben, hat irgendwas programmiert oder so eine Scheiße. Ja, und jetzt ist Komplett. er einfach fucking reich. Jetzt ist er fucking reich. Und also, das ist komplett geil. Guck's dir an, hier Geh empfehlen geht rein, raus. ja. Okay. Ja. Warte, ich Stühle hab. und stehen. Nein, Ja, nein, nee, nein. dann. Musst du da jetzt noch irgendwas zu sagen oder Nein, ich bin. eigentlich nicht. Okay, perfekt. Ich skipp dich auch einfach weg jetzt. Wir haben Skip. uns gestern Seven vs. Wild reingezogen. Stimmt. Und ich habe das ja vorher noch nie gesehen. Also ich hab mir einmal eine Reaktion. Der Reaktionsboss. Oder? Ich habe mir Na, ja, irgendwas. verplatte Reaktion oder irgendwie so. Ja, irgendwie sowas halt. Seven vs. Wild, der Beginn, so. Die erste Folge habe ich mir reingezogen. Dann kam die zweite Folge, die musste ich mir dann gestern so reinziehen. Und dann haben wir alle zusammen die dritte geguckt. Ultra heftig. Also, Mann, Digga, das ist ja komplett geisteskrank, diese Serie einfach. Kann ich auch nur Ja, empfehlen ja. bei Fritz Meinecke. Du kannst ja mal kurz erzählen, um was es hier geht. Ja, also es gibt so ein paar Leute, die quasi in der Wildnis ausgesetzt werden für 7 Tage und sind eben in kompletter Isolation. Also es gibt auch keine Kamerateams oder sowas. Ja, dann gibt es so Challenges, die machen müssen, wo man jetzt zwar noch nicht weiß, wie die aussehen, aber ja, bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, was gibt's noch so? Ach so, und man hat sieben Gegenstände, die man sich mitnehmen konnte davor. Ja, und deswegen wollte ich auch einfach dich mal fragen,
Was wäre so deine 7 Go-To-Gegenstände, die du mitnehmen würdest? Ja, also erstmal kann ich dazu noch sagen, Digga, da sind geisteskranke Leute dabei. Also es sind ja alles so Fritz-Meinecke-Leute, die da irgendwie Fritz so Meinecke, Leute. Wohnungen im Wald bauen und so krasse Sachen halt irgendwie überleben. Das Survival-Martin. Künstler, ja, Survival-Madden und diese ganzen Survival-Leute halt sind damit am Start. Und halt auch Dave und so. Also damit hätte ich gar nicht Also der ist gerechnet. jetzt kein so krasser Dingens, aber. Nee, also kurzer Spoiler, er bricht innerhalb der ersten 5 Stunden ab. Aber okay, der Spoiler geht wieder weg. Ja, den Rest spoilern wir auch nicht. Nee, den Rest nicht. Aber meine 7 Gegenstände, okay. Also da gibt's ja, waren 2 Leute dabei, die haben sich gedacht, jo, wir sind die überkrassen Motherfucker. Und die haben einfach nur 2 Gegenstände mitgenommen. Hä, Und ihr war es müsst euch sogar überlegen, zwei? die haben, ja, der eine Ich hat dachte, irgendwie es nur so wäre einen eine. Feuerstahl und eine Säge oder ein Messer oder so dabei gehabt. Ja, aber der andere, der hatte, die anderen haben doch alle 7 mitgenommen. Ja, aber das waren doch 2 Leute, die ein bisschen weniger hatten, oder? Echt? Ja, einer oder zwei auf jeden Fall. Und die anderen haben sich komplett ausgerüstet und da siehst du halt auch, die haben sich's viel einfacher gemacht. Diese Leute mit nur 2 oder 1 Gegenstand, Digga, die haben sich in Felsvorsprünge und so reingehockt. Es hat todes geregnet. Also imagine, du startest in diese Challenge rein und es regnet erstmal den ganzen Tag. Dann bist du ja richtig gefickt, kannst nicht wirklich ein Feuer machen und so weiter. Aber ja, dann gab es halt auch noch Leute wie Fritz Meinecke, Digga, so ein Tarp mitgenommen und so weiter. Und genauso wäre ich auch. Ich hätte mir so ein Tarp mitgenommen. Ich hätte mir so ein Feuerstahl hätte ich mir mitgenommen. Ja, ich hätte mir so ein Hackebeil hätte ich mir mitgenommen, was du so halt, wo du einen Baum mäßig mit anhacken kannst, mäßig wie so eine Axt, aber auch irgendwie, wenn du ja, einen Fisch oder so umbringst, dass du den halt dafür, also damit den Schaf, also dass du halt so ein scharfes Messer hast, dass du das noch erledigen kannst. Ja, warte, bei wie vielen Gegenständen war ich? 3. Perfekt. Dann hätte ich noch, wie dieser eine Kerl, hätte ich so eine Filterstation mitgenommen für Wasser, weil die haben halt nur dann so einen Fluss und das Wasser straight up aus dem Fluss zu trinken, ohne es irgendwie zu filtern oder abzukochen. Es ist ein See. Ja, stimmt, ist ein See. Noch schlimmer. Ja, Ist abgestandenes Wasser. Ui. fucking dumm, deshalb würde ich da auf jeden Fall so ein Filterdings mitnehmen. Oder halt dann Regenwasser aufsammeln, das ist natürlich das Geilste. Auf jeden Fall dieses Filterding würde ich noch mitnehmen. Und ja, Schlafsack, ganz wichtig. Ja. Ja. Was hatten die denn noch teilweise dabei? Also, so ein Tarp, habe ich ja schon gesagt. Boah, ist schwierig, ne? Was würdest du jetzt noch mitnehmen an meiner Stelle? Ich habe ehrlich gesagt, weiß nicht, das war zu komplex für mein Gehirn, wie viele Sachen du schon hattest. Okay, also Aber. ich hatte so ein Tarp, Ey, ganz ehrlich, okay, darf ich mal kurz ja. innehalten? Tarp. Das Wort habe ich vorher noch nie gehört, vor dieser Show. Digga, was ist ein Tarp? Digga, das ist eine Plane, what the fuck? Ja, true, true, true. Ich finde auch so gut, Fritz Meinecke gibt einfach so zero fucks. Junge, er baut einfach, weißt du, er macht auch noch den Kombinationsboss in so einem Überlebenskampf. Er denkt sich da so, oh ja, jetzt habe ich hier so ein Tarp, das passt perfekt an die Steine, hier bleibe ich. Oder dann Ja, so, und. ja, ich habe hier noch verschiedene Schnüre mit dabei, wo ich mein Tarp festmachen kann. Er hat so 3 verschiedene Farben. Ja, das passt doch sehr gut, dann nehme ich jetzt die Schnur. Digga, er macht den übelsten Kombinationsboss und alle anderen Ja, oder strugglen noch so hart besser. rum. Ja, Finde oder ich so noch gut. besser. Nimmt noch einfach straight up ein Tutorial auf. Mitten in der Scheiße. Ja, und der Direkt nimmt der schnitzt da einfach Tutorial auch auf. rum den ganzen Tag. Weißt du, er ist so nach 5 Minuten. Hat er so alles aufgebaut, was er fürs Überleben für die 7 Tage braucht? Dann denkt er sich so: Jo, ich nehme noch ein paar Tutorials für meinen Channel auf und schnitzt da dann eine halbe Er Stunde used rum. es auch einfach. Weißt du, er baut sich auch einfach so. Er sagt so, ja, ich brauche eigentlich kein Camp. Da bin ich eh schon so basically fertig. Ich schnitze mir einfach so ein paar Gadgets. Ey, Einfach so krass, Gadgets. ne? Ja. Es ist so krass. Ja. Feier ich sehr. Safe, safe, safe. Ich weiß halt nicht, was ich da den ganzen Tag machen würde. Ja, Also, Digga, mir wäre so klar, langweilig, das ist Ding insane. ist, du hättest die ersten ein, 2 Tage jetzt zu voll gepackt mit Arbeit in meinen Augen. Aber Ja. danach kommst du an einen Point, wo Hungerst du du, einfach nur. ja, denn dann kommst du an einen Point, wo du deine Base aufgebaut hast.
Aber dann kommt es halt nur noch auf die Ja, dann kommen die Essensbeschaffung an. Challenges. Ja, dann, aber dann kommt nur noch, was du als Private Challenge hast, ist halt deine Essensbeschaffung. Und mehr hast du dann ja basically nicht. Und dann musst du einfach nur noch da irgendwie den ganzen Tag chillen. Also klar, du musst auch ein bisschen hoffen, dass da nicht irgendwie so ein Orkan um die Ecke kommt und du dann irgendwie übel gefickt bist oder so ein Grizzlybär. Aber sonst bist du ja dann einfach fein raus aus dem Schneider. Ja. Das finde ich halt einfach heftig. Ja, safe. Das Ding ist, also wie gesagt, ich verstehe es nicht ganz, weil es haben, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, es hören auf jeden Fall ein paar Leute innerhalb der ersten Tage auf. Oder dem ersten Tag auf. Und dafür muss ich sagen, actually verstehe ich nicht ganz. Ich meine, ich kann mich schlecht in deren ihre Situation rein versetzen, weil ich noch nie so in der Wildnis war, I guess. Ich sitze nochmal im Zimmer rum und zock Minecraft. Nee, aber auf jeden Fall, Digga, du musstest doch mal so, ich sag mal so, 3 Tage wirst du doch aushalten. Also legit, wenn du jetzt nicht einfach, also, weil jetzt so, danach, Digga, bist du komplett down und tot und danach kann ich es übel verstehen. Vor allem, wenn du nichts isst und gar nichts. Digga, ist scheiße. Aber jetzt zumindest mal über einen Tag wird es doch jeder aushalten. Weil da kannst du noch hungern. Das ist noch easy und obvious hast du eine Scheißnacht, wenn du keinen geilen Lagerplatz hast und wenn es dann nur regnet, Digga, dann bist du nass und feucht und Digga, du frierst. Aber trotzdem wirst du es doch irgendwie hinkriegen. Vor allem, wenn du sogar einen Schlafsack hast und einen Tarp, über einen Tag in der Wildnis zu bleiben. Und das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen getiltet, dass die da schon mehrere aufgehört haben. Ja, naja, gut, der eine muss sich halt überlegen. Also, Ja, das ist jetzt okay. kein krasser Spoiler, so der hat sich extrem verletzt am Kopf und musste deshalb quitten. Gut, also Ja, ich bin okay, ehrlich, das kann man der auch hat nachvollziehen. ein bisschen too much rumgeheult in meinen Augen. Weil am Ende des Tages, ihm ist ein Baum auf den Kopf gefallen. So klar, und es hat wirklich geblutet. So, ich hätte da safe auch gesagt, Abbruch, Abbruch, Abbruch. Aber ich weiß nicht, der hat so viel rumgeheult und am Ende des Ja, vor Tages allem. hat er die Challenge einfach weitergemacht, um sich selber dann was zu beweisen, hat er gemeint. Ja, aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen weird, weil, so, keine Ahnung. Er war halt, man muss halt sagen, okay, es kann auch sein, dass ich war nicht in der Situation dabei, aber so wie meine Einschätzung war, er war einfach viel zu, wie würdest du sagen, so hyperaktiv, bisschen zu, weil er war so ultra hyped, glaube ich, wollte dann so richtig reinstarten, Digga, und dann hat er viel zu schnell gemacht, Digga, und dann ist ihm ein Baum auf den Kopf gefallen. So, keine Ahnung, es war ein bisschen unnötig in meiner Opinion. Ja. Ich meine, obvious kann es immer mal passieren, so ist nicht. Aber ja. Ja, und Ja, dann gab es am halt, Ende des Tages unlucky. eigentlich können wir jetzt auch noch den spoilern. So, Dave ist rausgeflogen, weil, ja, ihm war ultra schlecht. Also, weiß nicht, sein Magen hat irgendwie Auge gemacht. Er hatte Kopfschmerzen oder so. Also, ihm war halt richtig übel. So, er hat auch irgendwie gebrochen und so weiter. War schon echt asozial und ich glaube, an der Stelle hätte ich auch aufgehört. Safe Call. Wäre aber dann. Also, mich würde es halt Jumbo triggern. Also, wenn du da wirklich nicht in einer sehr guten Verfassung reingehst, dann ist es auch jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn du aufhörst. Ich meine, dieser eine Typ hat gemeint, er ist so Jumbo krank gewesen, hatte die mieseste Erkältung, die er je hatte, gefühlt und dann musste er damit in diesen Überlebenskampf reingehen. Und da habe ich mich, also da würde dem würde ich es auch nicht übel nehmen, wenn er da irgendwie verkackt. Vor allem, das war der Guy mit nur einem Gegenstand. Und ja, weiß nicht. Das Schlimme Nee, war halt aber wirklich, das ist das. wie der eine gesagt hat, es hat den ganzen Tag geregnet. Das heißt, seine Klamotten sind den Ja. ganzen Tag nass und scheiße. Und Digga, du kannst halt nichts dagegen machen. Gar nichts. Ja, safe. Das Ding ist, ich überlege mir die ganze Zeit, was ich in Dave's Situation gemacht hätte. Weil am Ende des Tages, glaube ich, hätte ich mir gedacht, so, okay, dir geht's zwar gerade mies beschissen, aber es sind fucking 7 Tage. Oder, okay, nehmen mal davon aus, ich hätte wahrscheinlich auch nicht die 7 Tage durchgehalten, Digga, allein weil ich verhungern würde. So, das würde ich nicht durchhalten. Aber ich glaube, dann länger als 2 Tage hätte ich es trotzdem durchgehalten, allein für mein eigenes Ego. Weil, Digga, es wäre schon ein bisschen weird, Champ, wenn ich dann so nur noch so einen Tag einfach so direkt aufhören würde. Und. Ja, das ist halt so das, wo ich sage, da überlege ich gerade, was ich da getan hätte.
Ich weiß nicht, also ich meine, du hast ja gesehen, der Mann hat gekotzt und so weiter. Ich glaube, ich hätte auch da gesagt, kommt, holt mich ab. Ich meine, es wäre ultra, ultra scheiße gewesen, weil, ja, was will man da machen, aber. I don't, ich glaube, ich hätte es wirklich nicht anders gemacht. Glaube ich nicht. Ja, du bist so eine Pussy, so ein Ding. Halt's Maul, Digga, wahrscheinlich. Du kotzt dir da die halbe Seele aus dem Leib. Ja, nee, ich bleib jetzt einfach nur ein bisschen, weil es so Ja, geil ganz war ehrlich, jetzt die auch. scheiß Magenverstimmung, die geht weg. Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch einfach eine Challenge. Ich fahre Ach dich, so. wenn ich meinen Führerschein habe, irgendwo in den Wald. Gib Ach dir eine so, als wäre das so GoPro. easy. Gib dir eine GoPro. Wir fahren Ich irgendwie work für nach. dich, okay? Wir fahren nach Schweden. Und dann fahre ich dich in irgendeinen so Scheißwald, wo so hyper viele Grizzlybears sind. Und dann überlebst du da mir mal. Meinetwegen, du brauchst auch nur 3 Tage überleben. Das Ja, okay, passt. drei Das Tage kriege ich hin. passt, Digga. Muss keine 7 machen. Nee, ich habe auch reiß so mein Maul auf. Ich werde so nach zwei Stunden werde ich ja verhungern. Du wirst nach 5 Minuten abbrechen und sagen, ey, bitte hol mich wieder ab. Ich kann nicht mehr. Lass zu Maggis fahren oder so. Ja, zu Maggis. Da wäre ich aber, ich würde so anrufen, ich würde das Notfalltelefon rausholen und würde so Jungs sagen, ey Jungs, ich brauche unbedingt medizinische Hilfe. Nee, Jungs, bitte einmal einen fetten Big Mac und eine große Pommes mit einer Cola. Schnell, schnell, schnell. Das wäre einfach so mein Call, ich Ja, schwöre. scheiße, da sehe ich dich auch zu 100%. Aber okay, sag ich mal, was du jetzt mir aber safe zustimmen wirst. Und was ich auch echt nicht verstehe, warum die anderen das nicht gesagt haben. Digga, alle haben so gemeint, ja, das und das wird ihr Problem werden, das und das wird ihr Problem werden. Aber mal zu 100%, und da bin ich mir ziemlich sicher, Digga, mein größtes Problem wäre safe der Hunger bei mir. Digga, wenn ich nichts zu essen habe, Digga, obvious, bist du erstens scheiße gelaunt, du bist unkonzentrierter, bla bla, läuft alles schlechter. Das heißt, das ist schon mal ein Nachteil für alle anderen Aufgaben. Dann, wenn du Fett abbaust und so, frierst du ja auch obvious schneller. Das heißt, wenn du keinen geilen Unterschlupf hast, dann frierst du auch noch schneller, dann ist noch beschissener. Das heißt, safe essen wäre mein Abstand größtes Problem. Und ich glaube legit, es hat nur einer von den 7 Kandidaten, glaube ich, genannt, dass Essen sein größtes Problem sein wird. Weil die wurden dann immer so gefragt, ja, was meinst du, was ist dein größtes Problem? Und ich glaube, nur irgendwie so einer oder zwei haben das genannt. So, das ralle ich irgendwie nicht. Digga, als ob die sich so denken, Alter, komm, ich esse mal 7 Tage lang fast gar nichts, außer ein paar Pilze, ein paar Beeren und so Minifische. Digga, also, nee, da wäre ich so raus. Ja, Also ne, also wirklich. musst halt, die Frage ist, was isst du halt wirklich in so einem Dings? Klar, du kannst halt dir die ganze Zeit irgendwie so diese Beeren reinziehen, aber Aber davon wird dir irgendwann, ja auch am Ende des Tages dann schlecht, ja, wenn du irgendwann nur wird dir Beeren schlecht und du frisst. kotzt diese ganze Scheiße wieder aus und dann musst du noch was essen und so weiter. Und weiß nicht, es ist einfach eine Scheißsituation. So, ich meine, trinken ist in dem Fall, auch wenn das extrem schlecht ist, das zu trinken, so dieses Seewasser. Ist am Ende des Tages halt, wenn es nicht regnet, noch einer der besseren Optionen. Die hast du halt. Da würde ich mir am wenigsten Gedanken erstmal drum machen. Aber Essen ist, stelle ich mir wirklich extrem schwierig vor. Weil ich weiß nicht, ob die alle. Du musst halt auch erstmal die Skills haben, zu sehen, yo, ist dieser Pilz giftig? Ist dieser Pilz gut? Was kann ich aus dem alles machen und so? Weil du hast da nicht Ja, einfach weil mal die so haben eine. alle Pilze gefressen Ja, bis jetzt. du hast da einfach nicht irgendwie so eine Gemüsebrühe dabei, Digga. Kannst dir die mal kurz Ja. ready machen mit ein paar Pilzen drin geschnibbelt. Sondern, Digga, du trinkst dann halt Pilze mit Wasser einfach. Und das isst du dann auch. So, das ist es basically. Und das, also weiß ich nicht. Da wäre ich dann auch raus. Ja, ich sag Das dir wäre auch sehr wirklich. schwierig. Ich weiß nicht, was würdest du in so einer Situation essen? Ich sag, nee. Irgendwann hast du den Okay, jetzt Point halt gereached. erstmal. Dass du angeln kannst. Weil ich meine, dieser eine Survival-Muddin hat ja jetzt irgendwie so Fische am Strand gefunden und die kann er als Köder verwenden. Ja. So, aber da brauchst du erstmal eine Angel für. Wie machst du dir auf einmal so eine Angel? Nee, die Bruder, haben ja da. ein Angelkit dabei. Echt? Ja. Manche haben ein Angelkit mitgenommen. Mein Problem wäre eher, okay, jetzt sagen wir es so, ich will sagen, wenn legit jeden Tag ein Maggis-Menü frühs, mittags und abends mir geliefert werden würde, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass ich 7 Tage zumindest mal Digga, as also, possible das wäre. kannst du dir nicht ausdenken. Du sollst 7 Tage in der Wildnis überleben. Bestellst dir einfach jeden Tag dreimal ein Maggis-Menü. Früh, Mittag und Abend. Junge, what the Aber ich fuck? sag mal so, dann wär's obvious easy. Dann musst du nur Oder noch schlafen, easier. einfach. Du musst nur noch Ja, schlafen und auf das diese ist ja das Stille Geile. klarkommen. Mehr musst du Ja, nicht.
Digga, dann kannst du jeden Tag, dann kannst du einfach nur den ganzen Tag deinen Unterschlupf bauen, dass der irgendwie geiler wird. Ja. Und das kriegst du ja dann auch noch irgendwie hin. Auch wenn der Unterschlupf dann zwar nicht mega geil wird, weil ich keine Ahnung habe, wie man einen Unterschlupf baut, aber Digga, ganz am Ende des Tages wird es schon irgendwie gehen. Ja. Und ja. Da kannst du den Fokus halt auch ein bisschen anders setzen. Ja. Aber. Das ist geil. Aber wie gesagt, so keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie man angelt. Ich glaube, die Story habe ich schon erzählt, aber wie gesagt, ich war einmal in meinem Leben irgendwie, also habe so 5 Minuten versucht zu angeln. Ja, da hat es komplettes Regnen angefangen und ich bin irgendwie so 1 Kilometer nach Hause gelaufen. Also es war obviously im Urlaub und ich war tropfnass. So, ja, und das war meine Angel-Experience bis jetzt. Also würde ich obvious, ich glaube, ich würde es eh nicht hinkriegen, einen Fisch zu fangen. Ich würde mir halt, wenn ich es wüsste, dass ich 7 Tage überleben müsste, dann würde ich mir halt 20 Angel-Tutorials reinziehen und es irgendwie tryen. Und die haben ja ein Angel-Set dabei, also würde es irgendwie gehen. Du würdest ja dann obvious so einen Stock nehmen, da würdest du ein Seil dran binden und dann rein ins Wasser. Und irgendwann wird schon was anbeißen oder so. Ja, klar. Aber, also ich denke, wenn du die Skills von denen hast, die machen ja in ihrem Leben nichts anderes, außer YouTube-Videos zu drehen, wie sie dann am Ende des Tages da überleben, ne? Also die kriegen das safe call hin. Das wird das wenigste Problem sein, dass sie irgendwie da nicht checken, wie sie richtig angeln und so weiter. Aber ich weiß nicht, wir wären halt so aufgeschmissen und scheiße und würden einfach nur richtig reinkacken. Ich würde so ausrasten. Ja, safe. Weil wie gesagt, wenn du nichts zu essen hast, ist halt einfach, also vorbei, weißt du, wie ich meine? Ja. Und wie gesagt, selbst wenn, aber Digga, jetzt mal angenommen, selbst wenn du angeln kannst, ist doch einfach dein Tag richtig kacke. Weil jetzt nehmen wir mal an, du angelst so ein paar Stunden, also... Naja, ein paar Stunden. Du angelst, dann musst du es auch noch zubereiten. Dann musst du es fressen. Dann ist schon fast wieder Mittag. Das heißt, du kannst schon wieder anfangen zu angeln. Dann machst du wieder dasselbe. Und dann ist es schon fast abends, dann kannst du wieder anfangen zu angeln. Also machst du basically den ganzen Tag nichts anderes, als zu angeln. Und das ist doch dann auch Schwachsinn irgendwie. Ja. Weil du brauchst ja 3 Mal am Tag, sag ich mal, so einen relativ großen Fisch. Und da wird's ja jetzt, es wird ja jetzt nicht instant so ein fetter Megafisch anbeißen, sondern eher so kleine Dinger, wo du dann auch mal mehrere verputzen musst, um dass du da irgendwie satt wirst. Ja. Oder was heißt mehrere, vielleicht so mehrere. 2 maximal. Ja. Und deswegen, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Deswegen, wie gesagt, safe essen. Würde ich ultra verkacken. Tschüss. Ich weiß nicht, weißt du, ich wäre auch so Jumbo gefickt, wenn mir das passieren würde, was dem einen da passiert ist. Dass du einfach irgendwie schön einen Dings auf dem Dülz bekommst, dann bist du einfach am Arsch. Also, weiß ich nicht. Da würde ich ja so abstürzen, ja. Digga. Ja. Vor allem, imagine, du hast dann eine Gehirnerschütterung oder sowas, dann bist du halt komplett gebumst. Hier, Digga, der hat, also, wer weiß ich nicht, das ist so lost. Aber, also, naja. Ich meine, am Ende des Tages hat er es nicht, aber... Ja, am Ende des Tages hatte er eigentlich gar nichts. Also, er hat halt dann einfach nur Verband drum gemacht. Gut, es hat halt extrem viel geblutet, es hätte krass aber sein das können. Aber das ist, sag ich mal, obvious. So, wenn du dir eine Kopfwunde oder sowas holst, ich sag mal so, da sind ja relativ viele so kleine Äderchen und sowas. Digga, wenn du da auf bist und das ein bisschen größer ist, obvious blutet es krass. Also... Da fließt schon die Brühe runter, sag ich mal. Ja, fuck, ja. Ja. Ey, wollen wir heute mal eine längere Folge machen, oder? Ey, wenn du noch was Gutes erzählst. Weil ich hätte actually noch ein Big-Thema. Also, es kommt darauf an, wie sehr das fühlen wirst, aber... Kommt drauf an, ich sag vielleicht auch einfach nein, und dann leave ich. Ja, du wirst dann auch einfach nein sagen, und dann ist es vorbei. Ja, dann kriege ich auch einen Discount. Ich hatte neulich in der Schule irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ah, stimmt, so sind wir aus Gespräch gekommen. Ja, so ein Guy hat gemeint, ja, irgendwie seine Cousine oder so, die ist irgendwie so 7 oder so, und die hat halt nicht gewusst, was so eine Kassette ist, und hat dazu irgendwie so iPod oder sowas gesagt. Und das fanden halt, und das fanden wir halt alle extrem funny. Und dann habe ich mir darüber nachgedacht. Digga, das sind fucking 10 Jahre Unterschied zwischen der und uns. Weil wenn ich so überlege, obvious weiß ich nicht, was eine Kassette ist. Digga, ich habe damals Kassetten, ich hatte so einen kleinen Kassettenkoffer und so einen Kassettenspieler und hab dann so immer so nachts so Hörspiele auf Kassetten angehört. Das waren so immer die von meiner Mutter noch. Ja, die habe ich so durchgegrindet, ich schwöre. Aber, ja. als ob man heutzutage nicht mehr weiß, was eine Kassette ist. Nee, weißt du nicht, Digga, no joke. Also,
Ich meine, du kennst doch diese ganzen Videos hier von hier, wie heißt dieses? Berlin lebt. Berlin Nacht oder so? Dieses von Berlin Tag und Nacht. Nein, Digga, Warte, dieses Late Night Berlin. Late Night Berlin, ja. Berlin Late Tag und Nacht. Und da machen die sowas? Nein, da fragen die doch manchmal so Kinder. Okay, warte, ich google kurz. Ich schaue kurz auf YouTube. Ja, oder? War Late das das? Night. Kinder. Doch safe war das das. Kinder, also. Also es gibt da einmal dieses Kinderfragen-Rapper und so weiter. Ja, das kennt man. Und nee, warte, das war von diesem Luke Mockridge, glaube ich. Mogrich. Luke Mockridge Kinder. Gehe ich mal hier ein. Also irgendwie hat der dann mal, ja hier, Marktforschung im Kindergarten. Und fragt er so, yo, kennst du diese Ah, Person? Und ja, dann das kenne ich. zeigt er so Bilder von irgendwie Helene Fischer und so weiter. Und dann hat er auch mal irgendwie so eine Folge Helene gemacht, Fischer würde yo, ich was so doll ist nicht das? kennen. Und so Folgen, ja, mach mal den Fernseher an. Und das war so ein alter Fernseher und die haben alle gejoked. Und dann sollten die erklären, yo, was kann man damit machen und so Das werde ich weiter. mir gleich reinziehen. Und die haben es gar nicht gerafft. Also gar nicht. Also ich kann, du, ich meine, du hast heutzutage auch keine Berührungspunkte damit mehr, ne? Ja, Du, ja, ja. ich meine, dass wir das alleine noch kennen, ist eigentlich krass. Digga, Weil bei uns war ja die wenn. Umstellung schon Ja, mindestens ja, ja. auf CDs, wenn nicht Ja, sogar schon, dass du safe. eigentlich alles online machst. Oder Also, eher so ja, online hast du es obvious noch nicht gemacht. MP3-mäßig, ja. MP3 kam gerade zu unserer Zeit. Also, so, das ist krass, krass, krass. Ich meine, obvious gab es das schon, als wir geboren wurden, aber das so richtig krass war. Ja, ist so Nee, aber weißt du, abgeblotet. okay, ich sag dir auch so, wie es ist. CDs, sie waren ja auch so, also. Digga, die waren ja jetzt nicht actually lange in der Meta, I guess. Also wenn du es so überlegst, waren es vielleicht maximal 20 Jahre in der Meta-CDs oder wenn nicht weniger. Weil davor waren es halt Schallplatten, dann gab es noch Kassetten und so. Und keine Ahnung, die waren halt nie ultra insane und jetzt sind Kassetten ja schon wieder komplett raus. Also ich sag mal so, unsere Kinder, Digga, ich glaube, die werden noch nicht mal wissen, was eine CD ist. Basically. Ja. Also safe nicht. What the fuck, weil wofür brauchst du CD heutzutage noch? Weil bei uns war es halt wenigstens so, ja, keine Ahnung, du hast halt noch diese alten Sachen gehabt und die hast du dann noch geused, weil es halt keine gute Alternative gibt. Aber heute hat ja jeder eine Alternative und das ist das Internet. Also deswegen, CD ist kompletter Schwachsinn. Und der ist schon heftig, wenn du es dir überlegst. Weil, auch so, wenn ich überlege, Digga, dass die fucking 7 ist, oder die Cousine vom Kumpel, und es ist einfach fucking 10 Jahre zwischen uns sind. Ja. Digga, 10 Jahre, das ist so verdammt lang. Ja, aber da habe ich mir auch letztens Gedanken drüber gemacht. Das ist so krass, wenn du überlegst, irgendwie, warte, lass ich kurz. Ah, sheesh. Ich glaube 2014 oder so bin ich in die. Oder 2013? Irgendwie so sind Ja, wir es in macht ja die keinen Unterschied. weitere Schule da gekommen, in die Realschule oder Gymnasium und so weiter. Ja. Digga, und das ist auch schon wieder so lange her. Und Ja, also, Digga, safe. das ist komplett geisteskrank, ne? Das ist komplett Ja, geisteskrank. ja. Wir sind, also, Bruder, crazy. Auch wenn du mal Vor überlegst, allem. unsere Eltern sind jetzt 40 bis 50. Und wie lang das eigentlich schon her ist, wenn du mal drüber nachdenkst, Ja, safe. wir sind nicht mal halb so alt. Also, Bruder, Ja, ist ja. komplett verrückt. Vor allem, wenn du dir überlegst, Digga, wie, warte, was wollte ich jetzt sagen? Ich sollte vielleicht nicht heute mal ein bisschen anfangen zu konzentrieren. Scheiße, ich struggle hier auch die ganze Zeit rum. Ja, stimmt, No warte. joke. Das wollte ich sagen. Vor allem, wenn du dir überlegst, wann wir unser erstes Handy bekommen haben. Wann hast du dein erstes Handy bekommen? Mein erstes Handy? Mit Touch oder ohne? Ich hatte noch eins ohne Touch, Bro. Okay, beides. Ja, ich habe mein Sein. erstes Tastenhandy, Digga. Hatte ich damals, ja, als ich in die 5. Klasse gekommen bin, habe ich bekommen. Und das auch nur, damit konntest du basically nur irgendwie Leute anrufen. Und ich glaube, auf dem Handy waren 3 Songs vorinstalliert. Und die habe ich mir reingezogen. Den ganzen Tag. 3 Songs. Chillig. Und Nee, weil. dann mein zweites Handy war, glaube ich, entweder auch dann direkt in der 5. Klasse an Weihnachten.
Es war safe in der 5. Klasse dann an Weihnachten. Weil ich habe so zum Schulstart habe ich das bekommen. Und dann, Bruder, damit kannst du ja nichts mehr anfangen, Digga. Das ist ja Digga, und dann kompletter hattest Müll. du das 2 Monate lang. Dann Wie hatte ich dumm. zwei, drei, ja, nur so als Übergangsding. Ach Zwei, so. drei Monate bis halt zum 24. Dezember. Und da habe ich dann mein Samsung Galaxy S3 Mini bekommen, Digga. Was du Das dann war. auch ewig hattest. Das hatte ich Ja. dann. Ja, obwohl, so ewig hatte ich's. Ja, doch, ich hatte es schon Also ewig, es ja. kam ja auf jeden Fall in meinem Kopf, hattest du das legit ewig. Ja, weil ich hatte, weißt du, was ich noch damals hatte bei diesem Handy? So eine Hülle, die du so zuklappen konntest über den Bildschirm damals. Ja, Aus so Stoff. Digga, so, ja, also, ich no auch, joke, wer ich diese auch. Höllen erfunden hat, Digga, kompletter. so eine Rotze. Also, no joke, da musst du halt 60 für sein, damit sowas Ja, irgendwie geil ist safe. und zu dir passt. Das Ding ist, weil so, wenn ich überlege, also es gab so, ob ich so im Kindergarten, nicht im Kindergarten, in der Grundschule gab's so ein paar Leute, die so ein Tastenhandy hatten. Aber das hatten die auch nur, wenn so, keine Ahnung, irgendwie die Eltern entweder irgendwie so einen Fick drauf gegeben haben und einfach, yalla, hier, nimm. Hä, warte, Oder wenn halt die Eltern war gearbeitet nicht, haben und die dann irgendwie, dass man erreichbar ist oder sowas. war nicht Kylie so eine Person? Also, Name ist natürlich geändert, war nicht Kylie so eine Person? Ich glaube schon. Oder Felix hatte, glaube ich, auch schon früher ein Tastenhandy, weil seine Mutter ja jedes Mal gearbeitet hat und so. Sheesh, und ich glaube, dieses Handy war so ein bisschen orange. Ich glaube, daran kann ich mich noch erinnern. Das ist ein Keine Ahnung. orangenes Scheiß-Handy, glaube ich. Aber ich bin mir Und nicht ich war sicher. so ein Guy, meine Mutter hat so gemeint, ab der 5. kriegst du dann dein Handy. Und da hatte ich ja noch instant ein Touch-Handy. Ich meine, ich konnte darauf basically nichts machen, außer WhatsApp schreiben und anrufen. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe auch noch gar nichts gereiht, so basically. Aber Digga, es war schon heftig damals. Und ich weiß noch, Digga, Peter hatte damals übel viele Spiele auf seinem Handy, Digga. Und dann waren wir da im Bus gesessen und haben jedes Mal auf Peters Handy gespielt und haben uns abgewechselt, weil solche Spasten waren. Ich weiß noch, Digga, so Spiele, die wir damals gespielt haben. Du kennst doch diesen, wo du so eine Welt hast und du bist so ein Würfel oder so. Und da kam immer so ganz krasse Musik auch im Hintergrund und dein Ziel war es, also da waren Das. so. Warte, wie heißt denn das Ist es auch nochmal? so Pixel-Art-mäßig? Ja, irgendwas mit Ja, G, ich weiß. glaube ich. Aber das habe ich. Das habe. Geometry Geo. Dash. Ja. Das, Aber das Digga, habe ich das nie haben gespielt. wir. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen zu müssen. Das haben Aber wir so cool so war ich damals nicht. im Bus durchgezockt. Und dann, weiß Der, ich, so cool war ich nicht. gab es auch die ersten, die so mobile Daten dann irgendwann hatten. Und dann haben wir da Ja. Online-Sachen gespielt. Das ist also crazy. Ja, safe, Digga. Geometry Ja, Dash. oder dann Clash Royale, Digga. War damals heftig. Das war so Ja. das Erste, was ich so ultra dran gibt. Und das war ja dann auch im Bus, Digga. Ich habe so viel im Bus gegrindet. Der jeden Tag habe ich locker eine Stunde Clash Royale gespielt. Ich meine, halbe Stunde Bus hin, eine halbe Stunde Bus zurück. Ja, es war insane. Und ja, aber ansonsten, Digga, ich kann mich noch erinnern. Ich glaube, wir haben Flappy Birds actually da eine Zeit lang extrem gegrindet. Oder Wurde das das Spiel war nicht nicht lange. verboten? Wie Ich verboten? glaube, das Spiel wurde verboten, weil es so viele Leute, weil sich so viele Leute umgebracht haben gefühlt, weil die so scheiße in dem Was? Spiel waren. Was? Warte, ich Kann ich mich google nicht dran mal. erinnern. Nee, aber auf jeden Fall, Flappy das haben wir dann so für so einen Bird. Monat oder so ultra gegrindet und dann war es auch weg, aber Digga, das waren damals noch Zeiten. Vor allem, ich glaube, auf meinem Handy gab es damals so ein Secret-Spiel. Ich hatte damals irgendwie so, ich weiß nicht, welche Android-Version das war, aber da konntest du so irgendwie so in die Einstellungen gehen und dann kamst du so zu so einem Secret-Spiel einfach. Und das war so wie Flappy Birds. Und ich meine, Peter hat auch jetzt das Original gespielt, aber der, das war auch wild. Hier, am 8. Februar 2014 kündigte Niu Nguyen über Twitter an, dass er die Anwendung aus dem App Store entfernen werde. Den Grund nannte er später in einem Interview. Er gab an, das Spiel mache süchtig, was seiner eigentlichen Absicht, Flappy Bird zu einem Gelegenheitsspiel zu machen, ja, entgegenstünde. Also er hat es einfach runtergenommen, weil es zu süchtig gemacht hat. Sheesh. Aber das ist krass. Aber damit merkst du, oh, du hast es richtig geschafft, wenn dein Spiel so krass süchtig macht. Ja. Heilige Scheiße. Ja, geil. Bye bye, Ja, aber Flappy das Bird. war. Selbstmord Das war des auf jeden Fall Flappy fresh. Birds-Entwicklers. Was? Der hat sich umgebracht? Nein. Das muss ich jetzt kurz googeln. Erfinder tot. Erfinder tot. Nein. Wie viel hat der Entwickler verdient mit Flappy Bird? Der
der Vogel soll möglichst viele grünen. Ja, Digga, da steht einfach nur Spielprinzip, sind die dumm? Der Entwickler und 7 Spieler haben sich das Leben genommen. Das berichtet ein Satireartikel, der aber dummerweise nicht von jedem als solcher erkannt wurde. Achso, hä, aber jetzt weiß ich nicht, hat er sich jetzt umgebracht oder Satire? Weil ich verstehe es nicht. Ja, keine Ahnung. Nee, heilige aber auf jeden Scheiße. Fall, das war. Die sich haben Leute umgebracht, weil sie so schlecht in Flappy Bird waren. Das muss ja vergeben. Da musst du schon, da musst du schon echt dumm sein, wenn du dich wegen sowas umbringst. Fuck. Also, no front. Ja, naja. Naja. Perfekt. Nee, es ist geisteskranke Zeiten damals. Mit den Handys. Jetzt, safe. Aber das Ding ist, warte, ab wann hat man jetzt ein Handy in der Grundschule? Safe ich so, alle ab erster Klasse haben so ein Handy gefüllt, oder? Ja, ich glaube legit, also ab der zweiten, dritten Klasse wird da jetzt schon, also man merkt es, also ich weiß nicht, ich habe da jetzt nicht so einen Bezug dazu, weil obviously, ich kenne keine Leute aus der Grundschule, ich habe meine Homies sind Gott sei Dank schon alle aus der Grundschule draußen, let's go. Ey, ich hab tatsächlich auch viele Homies in der zweiten Klasse, weißt du? Ah, okay, ja. Die kann ich ja mal fragen. Ich weiß nicht, ab irgendeinem Alter so, viele Leute, wenn du jetzt ein Kind hast, Digga, viele Leute setzen es ja einfach mit einem iPhone hin oder mit einem iPad und ballern dann irgendwelche Disney Plus Serien drauf und die soll das dann anschauen, das Kind. Aber weiß nicht, ab wie viel du ein Handy bekommst, so, ich denke, das wird klar unterschiedlich sein, aber ob es ja jetzt so die meisten bekommst ab der zweiten Klasse oder so, ich weiß es nicht. Ich will, also man braucht es doch auch davor noch richtig, noch nicht gar nicht. Also weiß ich nicht. Als ob sich so Zweitklässler denken, yo, ich rufe da meinen Bro an über mein neues iPhone und dann sind die alle so in der zweiten Klasse und haben so WhatsApp-Gruppen und so, als ob die so krass wären. Glaube ich nicht. Ja, kann ich auch nicht mich vorstellen. Vor allem, die müssen auch damals so richtig lost sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch damals war, aber bei uns in der Klassengruppe, Digga, es war so dumm. Du musst dir überlegen, so, es war so basically vor der Schule, hat so eine Hi geschrieben und dann hat jeder einfach nur Hi dazu da auch reingeschrieben. Und dann nach der Schule war es dasselbe. Ja. Also ich weiß nicht, du kannst aber deine Experiences sagen, aber das war so unsere Klassengruppe. Ja, bei uns gab es jetzt, ehrlich gesagt, wurde jetzt, wie ich mich dann erinnern konnte, wurde nicht so viel reingesendet. Digga, also, bei uns, wie gesagt, auch nicht viel reingesendet, aber es wurde legit jeden Tag, hat mittags eine Hi reingeschrieben, der hat jeder Hi zurückgeschrieben. So, und ich meine, in der Klassengruppe, und das ist ja der komplette Chat drauf. Alles, irgendwann gab es den Change, wo... Also ich sag mal so, ab der 8. Klasse, wo die Klassengruppe basically nur noch dafür verwendet, yo, kann jemand Hausaufgaben schicken? Für mehr wurde sie nicht mehr verwendet. Und so, yo, hier unsere Lehrerin, wir haben jetzt dann irgendwie Abschluss in der 10. Lass mal alle der was besorgen. Jeder steuert 5 Euro dazu und dann kaufen wir da was Schönes. Für so solche Sachen. Aber davor, also weiß ich nicht, wofür man das gebraucht hat. Ich würde gerne die alten Chats sehen, aber... Ja, safe würde ich durch gerne sehen. Durch mein Dings ist als... Aber ich, no joke, ich habe, als ich mein anderes Handy noch hatte und da die SIM-Karte drin war, da wurden die Chats irgendwie übernommen. Frag nicht, warum da die Chats übernommen wurden und jetzt hier nicht. Ist ja auch scheißegal, ich brauche die nicht. Aber da bin ich mal so ein paar Chats durchgegangen. Da hat so 2017 und so ein Scheiß war da mit drin. Bruder, also ich weiß nicht, aber was ich da für eine dumme Scheiße geschrieben habe zu irgendwelchen Vibern, weißt du, die ich so nice fand, komplett gestört. Ich weiß es nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Und die haben es einfach, also für die, das war halt normal zu der Zeit, sowas hat man geschrieben. Würde ich niemals mehr heute so machen. Nee, weißt du, was ich auch... Und ich verstehe, bei uns gab es da mal irgendwann, also ich habe nie irgendwas in die Klassengruppe geschrieben, legit. So, keine Ahnung, deswegen war ich da eh nie drin. Aber bei uns gab es auch mal so einen Switch, keine Ahnung, ab der 8., 9. Klasse oder so. Da wurde unsere Klassengruppe richtig toxic. Weißt du, da gab es so einen Klassenidioten oder so, oder ein paar, die dann sowas richtig Dummes in die Klassengruppe geschrieben haben oder sowas, um ein bisschen zu tilten oder sowas. Und da hat jeder die geflamed. Und das hat sich auch irgendwie so gefühlt bis jetzt durchgezogen. Wenn zum Beispiel, Digga, es gab auch so auf unserer Klassenabifahrt, Digga,
Es war so toxic in der Klassengruppe. Es war insane. Da hat so eine irgendwie so eine übel dumme, das muss man schon wirklich sagen, die hat übel dumme Fragen gestellt. Und das hat mich auch extrem getriggert. Und da wurde die dann nur geflamed die ganze Zeit. Junge, ich weiß nicht, den Switch verstehe ich zwar nicht ganz, warum die alle so toxic sind, aber das war ist auf jeden Fall bei uns aktuell so. Nee, also weiß ich, bei uns, also unsere aktuelle Klassengruppe in der Berufsschule sieht basically so aus, yo, haben wir morgen Sport, dann fragen irgendwelche losten Leute rein, müssen wir am Mittwoch, sehe ich das richtig, ist Schule frei, müssen wir dann arbeiten? Digga, obvious musst du dann arbeiten, weil das nur ein Schulfeiertag ist. So lost, und die meisten aus der Berufsschule sind halt wirklich einfach irgendwie 30 oder so. Ich check nicht, wie die das vorher schaffen konnten. Also wie die es nicht wissen konnten, what the fuck. Und naja, I don't know, frag nicht. Unsere yeah. Klassengruppe ist basically nur noch, also es gibt einen Irromantiker, der schickt immer so Zusammenfassungen rein von Hefteinträgen und so weiter, die wir dann lernen müssen. Und da ist wirklich alles perfekt zusammengefasst. Das, wenn du das lernst, schreibst du safe eine 1 und eine 2. Also außer es kommt halt wie wirklich OP. Eine, der Mann pusht uns so durch, no joke. Außer es kommt halt irgendwie so krasse Sachen, die man halt aus dem Unterricht mitnehmen musste, so übel heftig. Dann schaffst du mal halt nur eine 3 oder so. Aber unsere Gruppe an sich eigentlich geil. Eigentlich geil. Es gibt übel viele Idioten hier, die random irgendwie Sachen reinschreiben. Aber an sich ist sie schon ganz cool. Und ja, sonst kann ich noch eine Sache abranten. Ich habe meinen Schreibtisch ja bestellt vor irgendwie 2 Wochen. Oder schon länger her. Es ist schon so lange her. Oho. Ja, safe. Safe, doch 2 Wochen, vor 2 Wochen an einem Montag. Digga, dann schreiben, der sollte eigentlich letzte Woche ankommen. Ja, kam nicht, kommt eine Mail, ja, hier 10 Euro Gutschein, kannst du bis zum 31.12. einlösen. So, musst du machen, also kannst du machen, und hier, dein Schreibtisch kommt diese Woche nicht. Dann frage ich, also letzte Woche meine ich, dann frage ich diese Woche nochmal, ja, kommt diese Woche, mit wann kann ich mit meinem Schreibtisch rechnen? Ja, sorry, kommt diese Woche auch nicht. Wir geben Ihnen Bescheid, wenn er da ist. So, Digga, wie lange soll ich denn noch warten? What the fuck, wie sehe ich aus? Ich kotze einfach nur. Das ist schon Abfuck. Aber ja. It is what it is. Ja, keine Ahnung. An der Stelle würde ich auch sagen, ich bin irgendwie auch innerlich jetzt gerade, wo ich das Thema angesprochen habe, ein bisschen sauer geworden. Ich bin innerlich gebrochen. Ja, ich bin innerlich ultra gebrochen. What the fuck? Ich würde jetzt hier abbrechen an der Stelle. Ich kann nicht mehr. Ja. Wir müssen noch Songs draufpacken, aber. Oh, ja, stimmt. Ich fange an. Ich packe rein Eye of the Tiger von Rin. Schreib's dir auf, du musst es wieder reinpacken. Ich pack's eh gleich jetzt rein. Ich packe rein Pressure 2.0 von OZB. Hast du's? Was? Pressure von Pressure 2, also 2.0 von OZB. 2.0 von OZB. Okay, ist auf der Playlist. Ja, meine Songs müsst ihr dann, wir brauchen ja immer einen Cliffhanger. Könnt ihr euch dann auf der Playlist anschauen. Also, bis dann. Haut rein. Tschüss. Ciao.